Oh, deswegen gehen wir direkt rein in Stefan und John Kräfte messen. Und man sieht schon am Thumbnail, die sind wieder an der Schlacht. Das heißt, das Video kann wieder nur gut sein. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, Stefan und ich sitzen im Wohnzimmer versammelt. Jetzt sieht man ihn auch. Und ja, was gucken wir hier? Der Experte erkennt es vielleicht. Der vierte Teil von Indiana Jones. Ja, und wir haben es ja in den USA, als wir im... Die einzigen Menschen, die ich kenne, die Blu-rays nutzen und haben. Im Frühjahr in Florida gewesen sind, da haben wir es ja im Kino zufälligerweise gesehen. Bist du dir wirklich sicher, dass es nicht irgendwie der letzte Film war? Nein, ich bin mir ganz sicher, das ist Harrison Ford. Ja, darum geht es nicht. Es geht darum, dass es vielleicht der letzte Film war und das Plakat hier noch steht. So meine ich das. Nein, 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 das würde hier nicht mehr stehen. Dass das Harrison Ford ist, das erkennt ja jeder. Das erkennt ja sogar ich. Diesen Titel hier, kann man dir mal zeigen? Den gab es noch nicht. Na gut. Also, ich bin da sogar ein Datum drunter. Das ist eine meiner Lieblingsfilmserie, muss ich mal sagen. Und ich bin richtig happy. Ich werde... War gestern auch im Kinochat. Eigentlich wollten wir in den Film gehen, The Boogeyman. So ein Horrorfilm. Aber dann, ich dachte mir so, boah, das letzte Mal, als ich um die Uhrzeit im Kino war, da war es todesleer. Perfekt, waren kaum noch Plätze frei im Kino. Und dann waren nur noch welche so unten frei und hätte man die ganze Zeit so hochschauen müssen. Dann habe ich meine Freundin überredet, dass wir doch Spider-Man gucken. War sie im Nachhinein nicht so begeistert von. Sie wusste aber auch nicht, dass das Zeichentrick ist. Ich dachte, das wüsste sie vorher. Aber also ich fand den richtig, also ich fand den ersten Teil besser, aber ich fand den halt insgesamt gut, aber die waren nicht so begeistert. Im Juni oder im Juli in Deutschland im Kino sein, das ist schon mal ganz sicher. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Hoffentlich hat es euch gefallen zu hören, warum Stefan den Film so liebt. Dass ein neuer Indiana Jones Teil kommt, hätte ich niemals mehr für möglich gehalten. Es war zwar lange Zeit so im Gespräch, aber... Hat man ja schon vergessen wieder, ne? Weil Harrison Ford hat sich auch sehr zurückgezogen. Bei Star Wars wollte er ja nicht mehr mitmachen, auch letzten Endes. Ja, und der gute Mann ist ja nun auch schon 80 Jahre alt. Ich bin sehr gespannt. Wir werden nämlich am Wochenende 80. uns den Kinofilm angucken. Und wir haben es jetzt geschafft, in dieser Woche uns die alle Teile anzugucken. Also 1, 2 und 3. Und 4 gucken wir jetzt. Und, Ich hab schon so Bock auf Dune 2 im Kino. Habe ich gar nicht geguckt, den ersten Teil. Um das ein bisschen aufzufrischen. Sehr gut, oder damit was? Damit wir wieder wissen, worum es überhaupt geht. Und ich würde sagen... Los geht's mit dem Film, aber erstmal mit dem Vlog. Der mit Zendaya auch, oder nicht, Dune? Den neuesten Batman-Teil immer noch nicht gesehen, verdammte Scheiße. Und welchen Film ich noch gucken wollte, der auch so Hate kassiert hat, ist der Dr. Mobius oder wie der heißt, oder Morbius. Er hat ja so schlechte Kritiken bekommen. Ja, ich weiß, da redet einem jeder von ab, aber ich habe mich voll lange auf den Film gefreut. Ich glaube, ich muss mir die Enttäuschung trotzdem antun. So, jetzt sind wir ein bisschen schlauer, kennen jetzt alle vier Teile. Diesen vierten Teil habe ich in meinem Leben, glaube ich, bisher nur einmal gesehen. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, von der Story finde ich es gar nicht mal schlecht, aber es ist ein bisschen übertrieben, was man versucht hat, mit Effekten da reinzumachen. Das war noch nicht... Junge, ist auch wieder maximal schlau, dass ich hier ein weißes T-Shirt anhabe, während ich Tomatensoße esse, ne? Zieh mir mal eben... Da liegt noch ein schwarzes Shirt, ich zieh mich mal eben um. Zeit war noch nicht reif dafür so ganz. Ich kann mir gut vorstellen, dass das halt gerade die Zeit war, wo solche Effekte möglich waren und sich viele Regisseure geärgert haben. Wir haben solche Filme gemacht, hätten wir das wohl nur mit dieser Technologie damals gemacht. Und dann haben sie halt mit so einem Film nochmal versucht, solche Einblicke dem Publikum zu geben. Für mich waren die ersten drei Teile am allerbesten und ich hoffe, dass Teil 5 an Teil 1, 2 und 3 anknüpfen wird in der Machart. Ich bin sehr gespannt, was uns dann am Wochenende erwarten wird. So, kann man jetzt noch haben wir genug Fernsehen geguckt, würde ich sagen. Jetzt, ja, war's das. Ab eine Schlachte jetzt. Ja, da ist sicher. Es schon. Das Wochenende ist es der erreicht. Der predigende Boss. Das Wetter könnte ein bisschen besser sein, ist aber immer noch sehr schön warm. Ja, wir sind schon wieder hier an der Schlachte, Simone und ich, aber heute bleiben wir nicht alleine. Nee, heute haben wir Besuch, eine Verabredung. Es kommen noch zwei Personen, genau. Mhm. Und ja, mit diesem Joe habe ich mitbekommen, erstmal Platz suchen und die eine Person kommt von sehr weit her, aus dem tiefsten Nordfriesland.
Und ich dachte aus dem höchsten Norden. Wir können gleich mal erzählen, wie wir ihn kennengelernt haben. Nämlich eigentlich, ist mir gerade mal so eingefallen, vor längerer Zeit schon, nur durch ein Missverständnis. Ach, ja, dann bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Ich bin gespannt auf das Missverständnis. Aber gut, dass sich das so ergeben hat. Wollen wir erstmal warten, bis er da ist. Und die Person Nummer zwei ist John, der ist auch auf dem Weg hierher. Ja, erstmal einen schönen Platz finden und dann geht's weiter. So, nun sitzen wir mit kühlen Getränken hier, die auch wohl nicht mehr lange kühl sein werden, denn wir warten auf unseren verspäteten, 7 Minuten verspäteten Besuch. Nein. 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 Was hast du? Nein. Nein. Das war der Ober-NPC. Der war schon ein paar Mal in den Videos. So ein King. Zur Entschuldigung vorzubringen, wenn ich fragen darf. Ich bin zu fett. Du bist nicht nur zu, du bist zu spät. Ich bin 10 Minuten zu spät. Ja. So, jetzt mal Butter bei die Fische, wie man hier ja im Norden sagt. Muss er ja auch wissen, er wohnt ja noch viel nördlicher als wir. Wir kennen uns wirklich nur durch ein Versehen oder durch ein Missverständnis. Hast du das schon gewusst? Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Nein, das hast du nicht erzählt. Da will ich jetzt mal eben kurz berichten, wie es dazu gekommen ist, dass wir uns überhaupt kennen. Nino hat im Jahr 2018 Schicksal. Uns eine E-Mail geschickt oder war es ein Brief oder eine E-Mail, weiß ich gar nicht mehr genau. Eine E-Mail. Und da hat er uns angeboten, uns einen Heidepark-Besuch mit Übernachtung zu schenken. Und normalerweise würde ich sowas ja sofort ablehnen. Einfach Sugar Daddy. Ich habe aber wirklich gedacht, weil irgendwie hat das so einen seriösen Eindruck gemacht, dass uns der Heidepark schreibt. Da dachte Stefan auch, das nehme ich an. Und dann habe ich zugesagt gehabt, weil ich dachte, wenn uns einer vom Heidepark schreibt, dann sagt man dazu. Obwohl ich dann zugesagt hatte, habe ich erst später gemerkt, dass das gar nicht der Heidepark war, sondern so ein Idiot aus dem Norden. Genau. Und hätte ich jetzt also abgesagt, hätten wir uns nie kennengelernt, ne? Dann wäre uns einiges erspart geblieben und dir vielleicht auch. Das kann ich so nicht bestätigen, also ich... Ja, wie immer die Kamera auf ihn drauf hält. Ich freue mich sehr über die Bekanntschaft. Und ja, wir auch. Das ist ja unser Humor, das verstehen ja die meisten nicht. Und Simone hebt schon wieder den Finger, weil sie auch was zu diesem Gespräch beisteuern möchte. Denke, wie Simone da sitzen muss, so. Genau, also es war ja wie so ein Blind Date. Wir kannten uns ja alle nicht so wirklich. Ein Date. Und als wir uns dann aber im Hotel getroffen haben, ich würde sagen, da ist der Funke gleich. Junge, der Blick von Stefan, er fährt da erstmal die halbe Stunde zum Heidepark hin. Er denkt sich so, let's go, geile Scheiße, der Heidepark hat uns eingeladen. Mal gucken, wer uns da gleich empfängt. Dann wartet er da im Hotel, Digga, und dann kommt Nino um die Ecke. Nino, der eigentlich ein Zuschauer ist. Übergesprungen, man wusste gleich irgendwie, das harmoniert irgendwie, dass das funktioniert. Man hat dieselbe Wellenlänge und wir haben das ganze Wochenende zusammen herrlich im Heidepark verbracht. Das hätte ja nicht so sein müssen und wir treffen uns ja auch heute noch. Aufgrund der Entfernung nicht so oft, aber und doch, dadurch also, haben wir auch eigentlich wieder so richtig zum Heidepark gefunden. Ja, genau, das habe ich schon öfters mal gesagt. Nino haben wir und unsere Zuschauer zu verdanken, dass wir so oft Heidepark-Vlogs machen. Und noch was anderes, jetzt würde mich echt mal interessieren. Wie lange hast du eigentlich gebraucht für unseren Musiktrack? Also Nino hat ja die Musik für unseren Vorspann gemacht. Wie lange hast du dafür gebraucht? Einen Abend. Oh. Einen Abend? Ja gut, das ist... Dann danke ich dir nochmal, dass du einen deiner wertvollen Abende für uns verbraucht hast. Es ist nicht meine beste Arbeit gewesen. Ich wollte das eigentlich ein bisschen anders machen. Jetzt red das mal nicht klein. Besonders der Schluss, der wiederholt sich ein bisschen zu stark, fand ich. Oh, jetzt trash-talkt er die auch noch. Ich wollte das ja auch fertig haben zu dem, ich glaube, das war ein Jubiläums-Blog. Ja, irgendwie war es ein besonderes Datum, weiß ich auch schon nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, gar nicht zufrieden gewesen, einfach abgeschickt. Höre ich das ja gerne. Und inzwischen haben sich auch alle Zuschauer daran gewöhnt. Es gab ja erst großes Gemecker, dass wir diese Musik, die wir von YouTube, von der Mediabibliothek mal runtergeladen hatten für unseren Vorspann, dass wir die verändert hatten. Aber inzwischen haben sich alle daran gewöhnt. Und ich finde es richtig gut. Ich bin richtig froh und stolz darauf, dass wir ein eigenes Lied haben. Danke. Aber wie gesagt, das Ende stört mich selber. Mich stört es nicht. Also ich finde es gut so, dass das so langsam ausklingt. Naja, wie auch immer. So, jetzt will Simon noch was sagen und dann
beenden wir diesen Laber-Vlog. Also die Laberei meine ich zumindest. Nein, also und ich muss sagen, also vom Musikgeschmack, so, ich kann das nicht von den Harmonien. Weil die reden halt 10 Minuten über das 30 Sekunden Intro. Instrumenten oder was weiß ich, was da vorkommt, hat Musikgeschmack getroffen. Das will ich mal sagen. Da sind so Sachen drin. Ich finde super heißt das Harmonien, Intro. Das erklärt Stefan mir immer so. Das ist genau das, was Stefan gerne hört. Ne? Und nochmal so? Zum allerersten hier Thema. Okay, irgendwo kopiert. Dem ersten Treffen. Ja. Wir hatten einfach Glück. Es war perfekte Wetter. Total. Wie Simone auch sagt, es hat gleich gepasst. Irgendwie war das, ich gucke mir diese Vlogs immer wieder gerne an, vom ersten Treffen, besonders weil John noch so jung und unschuldig war. Und so lieb noch vor allen Dingen, nicht so frech wie heute. Der guckt sich also häufig den Vlog an, wo er selber das erste Mal die getroffen hat, weil John da noch so jung war. Bro. Stop. Stop, Bro. Es war ja auch ein bisschen das Geburtstagsgeschenk für John zum 10. Geburtstag. Ach, da das hört sich schlimm an. Das hört sich ganz schlimm an, oder? 10. Geburtstag. Ja, nein. So, jetzt werden wieder die Kamera man ausmachen. Merkt, ich finde, es ist sehr sympathisch, wie man merkt, wie kamerascheu er einfach ist. Also, das ist auch ganz normal, glaube ich. Also, ich glaube auch, ich sag jetzt mal, jeder, der hier so gerade zuschaut, wenn man ihm einfach eine Kamera vor die Fresse halten würde, wüsste man auch gar nicht, wie man damit umgehen soll. Das ist auch sympathisch. Und hoffentlich einen schönen Nachmittag. Stefan, das Thema nochmal schnell abgewürgt. Ich denke mal, das klappt, oder? Was gibt's zu trinken? Ja, weiß ich nicht, was man hier so kriegt. Das hier sind wir ja nicht ganz im Norden, ne? Was gibt's bei euch im Norden? Was würde man jetzt? Sternwerke, ja. Habt ihr überhaupt einen Biergarten im Norden? Er wohnt im ganz hohen Norden, da wo wirklich Deutschland zu Ende ist. Unsere Biergärten kann man nicht mit dem hier vergleichen. Das ist bei uns alles sehr schön. Wo ist denn das? Kiel? Ist das Kiel oder? Ja, ich bin lost. Nee, Flensburg ist ganz oben, ne? Zusammen. Ah, okay. Na gut, dann kannst du die Zeit doppelt genießen, wie jetzt auch. So, Flensburg. Das war's von der Schlachte für heute. Ja, gucken wir mal, was noch kommt. Man weiß ja nie. Vielleicht schalten wir doch noch mal kurz dazu. Wir werden jetzt am drücken. Warte. Ja, also das Problem ist, ich kann es nicht einschätzen, wie lange das Ganze dauert, aber ich kann nicht mehr warten. Ach, ich gehe mal schnell. Eben in der Zeit auf Toilette und ihr erzählt mir, wer gewonnen hat. Das dauert nicht lange, kannst sitzen bleiben. Warte, wer macht das Zeichen? Das ist doch. Ja, das ist so eigentlich lächerlich, ne? Und jetzt mach das mal ordentlich. Hallo, machst du den mal da drin? Mal, was fasst du den so an? Mach mal ruhig. Mach mal. Alter, was war das? Ja, so eigentlich lächerlich, ne? Und jetzt mach das mal. Ja. Ordentlich. Hallo, machst du den. Gleich bricht er ihm den Arm. Wie alt ist Nino eigentlich? Zwischen 28 und 45 wäre da für mich alles drin. Also zwischen 30 und 40 kann der auf jeden Fall jedes Alter haben. Der Junge, der da vorbeigeht, der rafft auch gar nichts. Er denkt sich, was geht hier ab? Der wird nie wieder an die Schlachte gehen. Geh mal da drüber. Warum? Nimmst du mal den Stützarm weg? Der gehört so. Ja, mach ich doch. Geh noch gar nicht los. Der Schiss gegen John zu verlieren. Kannst du mal in der Reihe bleiben hier? Die Reihe. Hör mal, was ruft der für Ausreden die ganze Zeit? Ich auch so hier. Habe ich mich bewegt hier? Johnny, mach jetzt fertig, jetzt in Ruhe. Boah, okay. Stefan, unterstützt ihn noch. Johnny, mach jetzt richtig. Guck mal, das ist doch vollkommen ungerecht. Guck mal, mein Arm ist so. Streng dich an. Los, dann mach mal seinen Arm ist. Simone am Anfeuern. Streng dich an. Gerade. Jetzt geht's los. Dein Arm ist nicht trainiert. Fangen wir schon an? Das ist doof. Jetzt hätte John eine Chance. Johnny! Der Arm. Johnny! Ja, was? Gib dir Mühe! Johnny, Junge! Mein Ellbogen rutscht, das ist voll unangenehme Stelle. Ja. Ich war nett zum Besuch, hab ihn gewinnen lassen. Ich muss doch mal eben versuchen, die Ehre der Familie wiederherzustellen, die du ja so versagt hat. Aber ich glaube, es der wird macht schwierig. Das wir haben früher mal so eine Bierhumpen-Challenge gemacht, die habe ich ja noch gewonnen gehabt überall. So, auf geht's. Machen fertig jetzt. Was hat er mit seinem Sohn angestellt, Junge? Jetzt. Ohne aufdrücken, oder was? So, wann geht's los? Ja.
Hey Junge, Stefan hat den Arm jetzt ganz, ganz anders als gerade. Ich mach so. Bei drei. 1, 2, 3. Gib ihm! Du sollst dich nicht wegziehen. Du sollst, ziehst du zu dir hin? Ich drück mal runter. Ausreden sucht der. Mein alle. Das schafft man nicht. Mal schaffen. Junge, wo ist denn deine Hand, Stefan? Ist viel über die Zeit. Mein Kau! Okay, auch mal anspucken jetzt. Digga, strengt er sich überhaupt an? Oh nein, Stefan, er hat ihn. Sitzt da wie so eine. Nee, hör auf, nicht behindern. Das kann er. Wenn er auch sonst nichts kann, aber Arm drücken kann er. Boah, was macht er mit ihr? Hast du das gehört, Bino? Ellbogen weh! Klopp ihn nieder jetzt. Entschieden. Jetzt hat er mich. Ja, jetzt muss Simone ran. Was sollen wir machen, Mann? Simone ran. Eine Chance. Die Bäckers haben verloren. Heute weint der Himmel über Bremen mal wieder. Er ist, wie man es hier in Bremen so häufig erlebt, grau. Es nieselt. Aber eine andere Person, nämlich Simone, die lacht heute. Ja, warum lacht sie? Ja, weil die McDonald's-Gläser, die Simone so verachtet, heute wegkommen. Einige zumindest. Wir behalten natürlich noch ein paar. Aber Gläser, die wir doppelt haben... Digga, sag mir etwas, was jeder Deutsche im Haus hat. Und es sind McDonald's-Gläser. Also, es gibt keinen deutschen Haushalt, der nicht McDonald's-Gläser zu Hause hat. Haben. Die haben wir hier drin. Es ist respektlos. Und werden heute von wem abgeholt? Ja, ein Zuschauer hat sich gemeldet. Wir haben es ja in den Videos früher öfters gesagt, dass Simone die Gläser nicht mag. Sie hat ja immer rumgejault, wenn wir neue Gläser mitgebracht hatten. Ja, und dann hat sich schon vor längerer Zeit jemand gemeldet, der die Gläser gerne hätte. Aber aus Terminfindungsgründen ist es eben erst heute dazu gekommen, Bruder, dass wir uns gleich Tanzverbot, chill mal, beim Feldmanns treffen. Chill mal, und dann werden die Gläser feierlich von Simone übergeben, die was auch gleich noch hinterherkommt. So, jetzt sitzen wir hier im Feldmann. Eher ist draußen das? Regnet es. Es ist ziemlich voll hier, doch auch ein bisschen laut. Ich hoffe, man kann alles verstehen. Und hier haben wir auch schon den weit angereisten André, der aus dem... Er reist weit an für McDonald's-Gläser? Tief Norden, kann man sagen. Hey, willkommen, oder? Aus dem höchsten Norden, ja, Entschuldigung. Ja, und wir haben schon gesagt, heute ist Simones Glückstag. Sie wird jetzt feierlich die Gläser, die sie immer schon loswerden wollte, seit Jahren eigentlich, feierlich überreichen, würde ich sagen. Ja, Simone, dann schreite mal zur Tat zu deinen Gesang. Naja, das ist eine Simulation, dieser Vlog, ich sag ehrlich. Das niemals alles passiert, das ist doch gestaged. Das kann nicht wahr sein. Das wirkt wie so eine RTL-Serie. Das wirkt wie so eine Bauersucht-Frau-Serie, wo da wurde auf einmal wieder die letzten Menschen herholen. Sammelten Werken aus dem Keller. Also ich muss dazu sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass jemand so ein Interesse an diesen Gläsern hat und den weiten Weg auf sich nimmt, aber... Hör mal, Simone, aber das ist immer noch dir gegenüber. Mach mal ruhig jetzt. Ich bin ja dankbar, war ich schon kurz davor, das alles irgendwie hier ins Altglas zu schmeißen. Wie bitte? Ja, wirklich jetzt. Da findet jetzt eine Übergabe statt im Feldmanns an der Schlachte. Die Übergabe der heißen Ware, für die der Typ erstmal was weiß ich wie lange. Also wenn die in Bremen wohnen, der wohnt ganz weit im Norden, dann würde ich mal schätzen so 2 Stunden. 2 Stunden ist er dafür gefahren und nochmal 2 Stunden zurück. Also, es sind noch original verpackte. Boah, Junge, er kann sein Glück gar nicht fassen. Der ist ja voll am Abdrehen. Heilige Scheiße, für das Weihnachten und Geburtstag der letzten Jahrzehnte fällt alles auf den heutigen Tag. Und es sind aber auch schon ausgepackte. Aber ich glaube, du kannst es gut transportieren. Vielen Dank mit dieser großen... Ich habe die nicht gezählt. Ich weiß gar nicht, wie das sind. Ich hab's zu danken. Vielen Dank. So, für alle die es gar nicht wissen, worum es hier eigentlich geht mit den Gläsern. Es geht hier um die McDonald's-Gläser, die man in jedem Jahr zu einer bestimmten Zeit zum Menü dazu bekommt. Da sind wir dann immer hin. Der Typ ist ein Genie. Der hat dann jetzt diese Gläser für umsonst abgezwackt.
Und in 30, 40 Jahren, da landen die Dinger auf Ebay. Wir gehen zu McDonald's und möglichst alle Gläser, die es gibt. Meistens sind es, glaube ich, 6 Stück oder 8 Stück, weiß ich gar nicht genau. Um die dann zu bekommen. Und im Laufe der Zeit ist natürlich unser Schrank zu Hause mit den Gläsern sehr voll geworden. Und Simone hat immer Probleme, diese Gläser mit dem Geschirrspüler, dann kippen die immer um, sagt sie, oder sie findet sie auch hässlich. Ich finde sie ja sehr schön, die Gläser eigentlich. Ein paar haben wir auch zum Glück ja noch. Ja, und um das geht's. Ich weiß nicht, ob ich ein Glas zeigen kann. Die neuen wirft er weg. Er sabbert nur an den benutzten rum. Die verpackten sind uninteressant. Du hast ja irgendwie eingepackt, damit man weiß, worum es geht. Warte mal eben. Hier haben wir zum Beispiel eins. Also, ich finde die Dinge einfach toll. Ich weiß nicht, was ihr wohl daran hässlich findet. Aber um das geht's. Und wegen dieser Gläser ist der André heute mit dem Zug, wie ich gerade gehört habe, 4 Stunden. Gott hab Erbarmen. Hab Erbarmen, Digga. Gott hab Erbarmen. Das ist nicht passiert. Abbruch. Abbruch. Abbruch, das ist nicht passiert, Digga. Das ist gestaged. Das ist gestaged. Der fährt 8 Stunden für McDonald's-Gläser. Ich kann das nicht. Abbruch. Digga, das ist von RTL. Am Ende des Videos kommt da so dieses, was bei RTL immer steht, diese Einblendung. Ja, alles geschauspielert. Ist nach Bremen gekommen. Also das ist 3,5. Na dann. Ach, wenn es nur 3,5 waren. Ja, also Stefan übertreibt es aber auch immer. 3,5, also 7 Stunden für ein paar Gläser ist doch... Okay, 3,5. Und auch wir 3,5 zurück, oder? Ja. Ein Wahnsinn. So, und Johnny liest hier gerade seinen Comic, was er am Flohmarkt gekauft hat. Nicht heute, um das anzumerken. Den habe ich schon länger. Heute ist auch kein wirkliches Flohmarktwetter, muss ich sagen. Also, ich muss nachher auch noch mal raus einkaufen irgendwie. Aber das Wetter ist heute irgendwie grottig. Aber morgen soll es besser werden. So, jetzt haben wir gerade mal eine trockene Phase erwischt hier, wo wir nach Hause gehen können. Relativ, es pisselt ein bisschen. Es regnet ein bisschen, ja. Ich habe auch schon nasse Füße. Nasse Füße? Ich pack das ja, nicht, Digga, 7 Stunden. Das ist Schweiß. Nee, das ist Regen. Meine Frage an dich, Simone, was machst du jetzt mit dem gewonnenen Platz im Keller, wo jetzt die Gläser weg sind? Ja, wie gewonnen, so zerronnen, würde ich mal sagen, wenn ich den Keller aufräumen werde. Dann wird da wahrscheinlich trotzdem nicht so viel Platz sein, es sei denn, ich misste wirklich richtig aus und schmeiße ganz viel weg. Ohne dich zu fragen, du bist ja nicht da. Dann, das bringt wirklich. Wie bin ich nicht da? Wo bin ich denn dann? Achso, wenn wir im Urlaub sind. Ich bin in meinem Urlaub. Oh, das ist wirklich dann. Hast du dir was Tolles vorgenommen für deinen Urlaub, den Keller aufzuräumen? Das finde ich ja eine tolle Beschäftigung. Ich kann auch gerne rumbleiben. Bock zu. Nein, während der Arbeit. Ich kenne das bestimmt auch, das machen viele. Die nehmen sich für ihren Urlaub dann auch solche Sachen vor, wo man sonst. Der würde auch zum Bumsen nach Australien jetten. Digga. Wo kam der jetzt her? Mit Verspätung auch noch. Sich zu kommen, wo man sonst keinen Bock zu hat neben der Arbeit. Auf die Idee würde ich niemals kommen, wenn man Urlaub im Keller aufzuräumen. Ja, deswegen sieht der Keller auch so aus, wie er aussieht, weil du nie auf die Idee kommst. Du stopfst immer nur deinen Krempel rein, der nicht weg darf. Der Regen wird stärker. Naja, neues Thema. Ja. Merkt das schon, ne? Boah. So, Johnny, was haben wir heute noch vor? Ja, was ganz Tolles. Stefan und ich werden heute mal den heutigen Abend unsere Ruhe haben von Simone. Ruhe natürlich nicht, wir werden im Kino sein, Action haben, denn wir gucken uns Indiana Jones Teil 5 an. Ja, ich freue mich schon total. Okay. Ist natürlich nicht abends, das ist am Nachmittag übrigens, ne? Viertel vor 5 geht die Vorstellung los. Ich freue mich schon sehr drauf. Hat der Film Überlänge? Nein. Warum nicht? Schade. Wir sind zeitig wieder zu Hause, Simone. Na gut. Aber was ich mich frage ist, der Film muss dann ja von Disney sein, weil Lucasfilms wurde ja verkauft an Disney. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, ob John schon Ferien hat. Hat Bremen schon Ferien? NRW hat schon. So, wie man sieht, wir sind unterwegs im Auto und fahren jetzt zu Waterfront. Das ist eine Mall, wo sich das Kino befindet. Jetzt werden die Gutscheine wir eingelöst. Wir haben nämlich die Kinotickets auch mit einem Gutschein gekauft. Und zwar mit dem Gutschein, vielleicht hat jemand von euch das Video gesehen, ich war ja mit einem Freund unterwegs und die haben uns mit dem Gutschein nicht reingelassen.
In einem anderen Video habe ich dann so Freikarten bekommen. Aber den Gutschein, der da nicht funktioniert hat, den konnte man online einfacher einlösen. Und deshalb haben wir uns für das Kino entschieden dort. Normalerweise nehmen wir mal ein nahegelegenes Kino, was auch nicht jetzt so nah ist, aber das ist bei uns am Bahnhof. Aber da wir halt mit jetzt diese Kinoreihe besuchen müssen, fahren wir halt ein bisschen mit dem Auto. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf den Film. Ich habe nämlich noch gar nichts gesehen, keinen Trailer. Ich habe nur das Anteaserungsplakat in Amerika gesehen, wo man da den Indiana Jones mit sehr viel Schatten im Gesicht und mit dem Hut sehen kann. Ja, und für mich, nach dieser langen, ausführlichen Rede, wollte ich nur noch mal kurz bemerken, dass es für mich neben Star Wars ist das die einzige Filmreihe aus der Vergangenheit, die es bis heute noch gibt. Mir ist jetzt nichts anderes eingefallen, was so in diesem in der Größenordnung wie Star Wars oder Indiana Jones. Jurassic Park, Jurassic World, so, das gibt's ja auch noch. Aber fast mal rot gefahren, aber nur fast. Nee. Das ist alles gut. Fast and the Furious kennt man ja. Ist, aber es ist nicht so alt. Der erste Jurassic Park Film kam Anfang der 90er Jahre raus. Ja. Ah, okay. Ja, ich freue mich auch schon. Nichts gesagt, Bruder. Fast and the Furious ist, glaube ich, auch nicht aus den 60ern. Sehr. Und mal sehen, wie es gleich so in der Waterfront ist. Da war ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Ist der Eingang? Was? Indiana Jones, ehrlich, die längsten 2,5 Stunden meines Lebens gewesen. Kommt sogar ein bisschen USA-Feeling auf für mich, muss ich mal sagen. Hey, die Verpackung war gestern genau die gleiche bei uns im Kino. Ich liebe es ja, diese Nachos und dann mit dieser Käsesoße. Habe ich echt zum ersten Mal irgendwann mal in den USA gegessen. Ja, ist wirklich ein USA-Ding. Ich liebe es wirklich. So, der Film, den habe ich gerade gesehen, der dauert 2,5 Stunden. Habe ich gar nicht gewusst, dass es so lange dauert. Aber Kino hat noch zu. Also unser Kühlsaal. Wie man sieht. Junge, also tut mir leid, aber was ist das schon wieder? Die sind bevor der Kinosaal aufmacht, sind die da. Und wenn der Kinosaal aufmacht, dann ist da bestimmt erstmal, weiß ich nicht, 20 Minuten nix. Und dann fangen erst diese halbe Stunde Werbung an. Das heißt, die sind eine Stunde bevor der Film angeht, sind die da. Das sind wirklich, also wie viel Zeit Menschen haben. Der Film, der ging um 9 Uhr los und ich war. Um 10 nach 9 habe ich die Tickets gekauft und ich habe immer noch Werbung gesehen vorher. Ich habe immer noch Werbung gesehen. Mein Dad und so, die sind auch gerne pünktlich, aber selbst der sagt dann so, ja, okay, lass uns so fahren, dass wir so 10 Minuten später da sind oder so. Bei mir gibt es auch Snacks und ja, bei mir handelt es sich um süße Popcorn. Ich nehme eigentlich immer Salz, Werbung davor, die nervt auch. Süßes. Und dazu gibt es bei mir noch eine große Cola, damit ich während der Vorstellung sehr oft auf Toilette gehen kann. So, jetzt sind wir im Auto, haben den Film gesehen. Ich bin absolut begeistert vom Film. Vom Kino her, muss ich sagen, bin ich nicht so begeistert. Das Kino war eigentlich viel zu klein für so einen großen Film. Dann war der Ton wieder mal total leise gedreht. Finde ich sehr schade. Und ja, das ist die Moral der Geschichte, ne? Wenn ich gerade damit angebe, dass ich gestern erst 10 Minuten nach Filmstart beim Kino war, aber deswegen in den Filmen, in denen wir eigentlich gehen wollten, waren keine guten Plätze mehr frei und deswegen sind wir dann in Spider-Man gegangen. Muss doch keiner wissen. Es war eine Hitze, ich habe da geschwitzt im Kino wie sonst was. Eine Klimaanlage kennen die, glaube ich, auch hier in Deutschland nicht. Aber zum Film, kannst du noch was sagen? Ja, der Film war echt genial, also... Stefan, wirklich so ein Amerikaner jetzt, er ist wirklich über alles am Meckern in Deutschland. Eine Klimaanlage kennen die hier in Deutschland auch nicht. Hat Disney auf jeden Fall hinbekommen, haben wir jetzt ja übrigens auch gesehen. War ja uns schon klar, dass Lucasfilm von Disney aufgekauft wurde, aber es stand am Anfang nochmal drin. Wie heißt es eigentlich? Da gibt es die nächste Beschwerde und die nächsten Free-Tickets. Wie heißt das, wo dann steht Lucasfilm, Disney, das ist ja... Der Vorspann? Das ist ein Vorspann? Okay. Der Vorspann ist immer so, ach egal, wir reden zu viel. Was auf jeden Fall Sache war, der Film war echt super. Die haben echt geniale Geschichte gemacht und es war ein Erlebnis wie in den 80er Jahren für mich im Kino. Aber wart ihr schon in Spider-Man? Ich möchte hier nichts spoilern. Ja, moin. Wirklich so ein bombastisches Kinospektakel, nicht übertrieben. Es war, hat alles Hand und Fuß gehabt. Es war... nicht mit Effekten überladen, es war einfach nur klasse. Und das muss ich mal sagen, hat sich das heute echt gelohnt, dass wir ins Kino gefahren sind. Die Effekte waren übrigens auch alle gut, also das
perfekt und man ist so begeistert, dass man gar nicht traurig sein kann, dass es wahrscheinlich der letzte Film sein wird mit Harrison Ford von Indiana Jones, weil der sich aus der Filmwelt zurückziehen möchte. Aber eine ganz wichtige Sache machen wir heute noch. Ja, und zwar mal, wenn er 80 ist. Haben wir beim 50.000 Abo Special ja ein Gewinnspiel gemacht. Pock. Und das hat gestern geendet. Und da müssen wir noch die drei Gewinner für den 50 Euro Amazon-Gutschein auslosen, was wir jetzt zu Hause machen werden. So, jetzt wollen wir eben noch die drei Gewinner auslosen, wie gesagt. Wir haben ein Gewinnspiel gemacht und das ist gestern am 30.06.2023 ausgelaufen um 0 Uhr. Und mitgemacht haben 301 Person, alle per E-Mail. Bedingung war, dass man noch dabei schreibt, um zu gewinnen, wie lange man schon unseren Kanal guckt und wie man darauf gekommen ist. Und wir losen das jetzt aus mit einem Zufallsgenerator, den John gleich startet. Und dann haben wir noch eine Münze. Wenn beim Euro die Zahl kommt, dann fangen wir von oben an abzuzählen. Und wenn die Rückseite kommt, da ist so ein Typ drauf, dann fangen wir von unten an zu zählen. So, Kopf oder Zahn? Eigentlich ganz einfach. Dann hochwerfen und dann... Digga, nein. Na, Bro... Also, als ob man das nicht hinbekommt, so zu machen. Was ist das denn? Ey, wie kann denn das? Ja. So, dann... Eigentlich ganz einfach. Ich werde, also, ich werde... Das habe ich noch nie gesehen, wie man so eine Münze wirft, ne? Das könnte wieder... das ist wirklich, nee. Hochwerfen und dann... Oder wirft eine Münze wie eine Oma. Gucken wir mal, was kommt. Huch. Ja, was hast du? 10 Euro. Schiebung. Ja. Gut, und gut. Dann starte mal deinen Zufallsgenerator. Schiebung. Fangen wir von oben an zu zählen. 258. Na, perfekt. Stefans Blick. Jetzt erstmal bis 258 zählen von 1. Schlauer anstellen. 258 minus 301. Und dieses Ergebnis zählst du dann von... Ja. Da müsste man jetzt rechnen. Da habe ich jetzt aber gerade den Kopf nicht frei. Das dauert jetzt ein bisschen. Wir können das auch nicht so zeigen, weil man sonst hier die ganzen E-Mail-Adressen sieht und das möchten wir nicht veröffentlichen. Also da müsst ihr uns jetzt ein bisschen vertrauen, dass wir auch richtig abzählen. Ich gucke euch auf die Finger, dafür bin ich ja auch gut, da. Gut, das war jetzt 258 von unten. Ja. Von hoch. Mann, ich hätte gewonnen, glaube ich. Der erste Gewinner ist eine Gewinnerin und sie heißt Dorothea Kelm. Hallo Stefan und John und Simone, ich schreibe euch wegen des Gewinnspiels aus dem letzten Vlog. Ich schaue eure Videos schon seit circa 7 Monaten und ich bin durch meinen Freund auf euch aufmerksam geworden. Er hat mir damals gesagt, was ein geiler Freund. Man müsste euch kennen und seitdem gucken wir euch immer zusammen. Vielen Dank für die tollen Vlogs und die 50.000 habt ihr euch wirklich verdient. Ja, herzlichen Glückwunsch, Dorothea. Dorothea, aber auch Ü60, ja, sage ich. Super. Du kriegst dann demnächst eine E-Mail von uns zurück. So, nächster Gewinner. Augenblick. Erstmal Münze werfen, oder? Nein, erstmal den Generator. Okay. 227. Und die Münze wirfst du? Wirklich Schmerzen, wenn ich sehe, die Münze wirft. Was liegt? Ja, es wird von unten gezählt. Ich glaube, der Kopf, weil ne? Weil der Heini war wieder da. Ja. Da musst du auch den Heini in die Kamera zeigen. Du hast eben die Aber es das stimmt. Ist der Mann. So, also was war das? 227. Dauert wieder ein bisschen. Ja, die haben das wirklich so maximal unhandlich ausgelost. Der zweite Gewinner heißt Dominik Steger. Hallo Stefan, John und Simone. Ich bin seit Monaten ein großer... Er hat halbes Buch geschrieben. Großer Fan eurer Videos. Ich bin auf euch. Ich bin durch den YouTube-Algorithmus durch Zufall auf meinen Kanal gestoßen und war sofort begeistert. Auf seinen Kanal. Von den authentischen Content. Vor etwa 6 Monaten stieß ich auf das erste Video. Ich war sofort gefesselt und habe schon etliche Videos von euch angesehen. Sogar einige. Das heißt der Name. Warum? Dominik Steger. Warum? Der ersten Videos. Darf ich hoffe, nicht? Ihr bleibt so, wie ihr seid und macht weiterhin authentische Content. Und ChatGPT für den Text. Freue mich schon auf den nächsten Vlog. PS, vor 2 Wochen war ich tagelang beschäftigt mit euren Videos und habe mit meiner Freundin täglich um die 6-7 Stunden eure Videos gesuchtet. Ja, ist klar, Bruder. Cap. Oha. Viele liebe Grüße aus Bayern. Ja, dann Glückwunsch. Auch du bekommst demnächst eine E-Mail. So, jetzt kommt noch der dritte und letzte Gewinner. Mal gucken, ob es ein
weiblicher Zuschauer oder ein männlicher Zuschauer wird. Ich bin gespannt. Hör mal, Simone, es gibt nicht nur männlich und weiblich. 35. Gut, dann wirf die Münze. Mann. John ist wirklich bundes. Ja, das ist immer meine Stärke. Also, was ist? Wieder von unten, wieder der Typ. Also 135 von unten. Dauert wieder kurz. Der letzte Gewinner ist Rep M. Hallo Stefan, John und Simone. Ich gucke euch schon seit, was hat er für einen Namen? Seit Mitte, Ende 2018 zugegeben, am Anfang einer ohne eigenen YouTube-Account. Aufmerksam auf euch bin ich geworden durch die Heidepark-Vlogs, da dieser ganz in meiner Nähe liegt und Bremen natürlich auch. Ich komme aus Kirchlinteln. Ach, lustig. Und es ist immer wieder schön, wenn ihr bei dem Bäcker meines Vertrauens auf der Durchreise anhaltet und euer Frühstück kauft. Mein Mann arbeitet in Füssel und es ist einfach schön, mal YouTuber zu sehen, die bodenständig sind und aus der Nähe kommen. Auch wenn ich nicht gewinne, wollte ich euch das schon immer mal mitgeteilt haben. Macht weiter so, freue mich über jedes Video. Rebecca, du hast gewonnen. Und herzlichen Glückwunsch. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Keiner und vielleicht alle anderen, die nicht gewonnen haben. Aber ihr wisst ja, dabei sein ist alles. Genau. So, und das war's mit dem Vlog. Ja, wenn euch gefallen hat, liken, abonnieren und dann bis zum nächsten Video. Genau. Tschüss. Und gerne weiterempfehlen. Ciao, ciao. Wir gehen mal. Der Nachtritt. Aber ich sag auch ehrlich, bisschen geschoben, wie John die Münze wirft. Bisschen geschoben. Schönes Video.